Willkommen zum dritten Teil meiner neuen Videoserie Star Wars in a Minute. Dieses Mal werde ich euch ein paar Details zu einem der Diener von Jabba the Hutt vorstellen. Namentlich handelt es sich hierbei um Bib Fortuna, welchen wir das erste Mal im Jahre 1983 in Episode 6 Die Rückkehr der Jedi-Ritter sahen. 16 Jahre später hatte er dann einen weiteren Auftritt und war in Episode 1 Die dunkle Bedrohung wieder an Jabbas Seite zu sehen. Zunächst aber noch ein kleiner Hinweis an euch. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben solltet, würde ich mich freuen, wenn ihr dies nachholt. Zusätzlich solltet ihr die Glocke aktivieren, um so auch in Zukunft kein einziges Video mehr von mir zu verpassen. Aber fangen wir jetzt an. Dieser Twi'lek mit spitz zugefallenen Zähnen arbeitete über 3 Jahrzehnte für Jabba den Hutten sowohl als Chefberater als auch als persönlicher Diener. Fortuna zeigte enorme Geduld mit den schlechten Angewohnheiten und Manieren seines Herrn und weckte Jabba jedes Mal auf, wenn dieser mal wieder bei den Podrennen einschlief. Der ursprünglich vom Planeten Rylos stammende Twi'lek kümmert sich um fast alles in Jabbas Palast auf Tatooine und empfing auch Gäste, die die abgelegene Festung aufsuchten. Nachdem Jabba den Carbonitblock mit Han Solo an der Wand seines Thronsaals aufgestellt hatte, war Fortuna der erste Verwalter des Hutten, der Luke Skywalker am Eingang des Palasts in Empfang nahm, als dieser dort auftauchte, um seinen Freund Han Solo zu retten. Sein schwacher Wille machte ihn äußerst empfänglich für die Gedankentricks der Jedi, sodass Luke ohne große Schwierigkeiten an ihm vorbeikam und so zu Jabba vordringen konnte. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Beitrag zu Jabbas persönlichem Diener gefallen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren oder über ein Like wissen. Wenn ihr jetzt noch weitere Details über Jabbas Palast oder seinen Segelgleiter Ketana wissen wollt, klickt einfach hier auf die von mir verlinkten Videos. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.